meine Lieben, heute gibt es ein neues Video für euch. Und zwar ziehen wir heute die alle drei Babys um. Und zwar in richtig, richtig coole Outfits. Zeige ich euch gleich alles und wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß beim Video. Also, der Lennox bekommt nämlich dieses Outfit hier an. Das kennen bestimmt schon einige von euch. Mickey Mouse, also eine Latzhose ist das. So. Und der Jaden bekommt die gleiche, nur mit anderem Muster, nämlich diese hier, diesen Pullover. So sieht es aus. Und die Mel ist natürlich auch im Mickey Mouse Look. Und zwar bekommt sie diesen Body hier an. Auch mit Mickey Mouse, seht ihr das? Und der ist richtig, richtig schön, weil der ist nagelneu und deswegen ist er noch so richtig kuschelig und weich. Und dann bekommt die Mel noch diese Hose hier an. Weil wir für die Mädchen haben kein richtig cooles Mickey Mouse Outfit. Wir müssen noch mal ein Minnie Mouse Outfit suchen, glaube ich. Ich glaube, es wäre richtig süß, wenn die alle drei so in Partnerlooks gehen. Ja, aber Lennox bekommt jetzt diese Hose hier. Die hatte er damals schon mal an, als wir noch kein anderes Baby hatten, oder du, Lennox. So. Ziehen wir den kleinen Prinzen um hier. Den Body lassen wir an wieder. Ich glaube, es ist ganz gut, sonst ist auch viel zu warm, glaube ich. Und dann noch jetzt, die Socken müssen wir auch mal ordentlich anziehen. So. Ein bisschen hochkrempeln, sonst verlierst du die wieder. Und das ist auch mein absoluter Lieblings-Overall von ihm. Und der Mickey Mouse ist so toll. Ich finde den so cool. Den möchte ich unbedingt auch für Jaden haben. Es wäre auch voll cool, wenn die alle den gleichen haben, oder? Mel kriegt den auch noch. Aber für Jaden habe ich ja den mit den Sternchen. Aber Mel hat noch gar kein Overall. Muss ich mir auch unbedingt mal schauen. Mel hat generell sehr wenig Klamotten, aber da habe ich ja auch schon ganz viel zu gesagt, dass ich einfach nicht viel kaufen möchte für Mel, weil ich einfach zu viel habe. Also Mel zieht im Moment eigentlich nur Sachen von Jungs an. Also von Jaden. Jaden zieht Sachen von Lennox an und Lennox zieht seine Sachen an, weil er der Größte ist. Ja, heute hat Mel auch die Mütze von Jaden an. Das zeige ich euch natürlich auch nachher. Auch sehr süß. War aber vom Kopf her und so sind die eigentlich fast gleich. Sind auch fast gleich groß. 2 cm, glaube ich, sind das. 3 cm, glaube ich. Also viel ist da echt nicht, was da ein Unterschied ist. So. Die Socke ist schief. So. So, so, so. Und dann, hier sind sogar Patches drauf. Oh, zieht's. Und dann gehen wir gleich mal mit der Mel spazieren. Weil es ist so schön, das sieht ihr bestimmt hier am Kopf. Die Sonne scheint nämlich hier rein durch unseren schönen Baum. Ich mag das am Abend immer, wenn die Sonne dann so schön hier lang scheint. Der Felix ist auch da, er versteckt sich, weil er Angst hat vor euch. Ja, hast du Angst? Nein. Dann musst du Hallo sagen. Guten Tag. So. Ich finde, Lennox ist in Stramblern und so und in, also wie gesagt, in Latzhosen. Strambler mag ich bei ihm gar nicht so gern. Latzhosen finde ich bei ihm richtig, richtig süß. Obwohl das ja eigentlich auch fast ein Strampler ist. Aber eher ein Latzhose, finde ich. So. Zack, zack, zack. Ich würde ihm gerne die Haare kämmen, aber unsere Haarbürste ist schon in unserem neuen Haus. Das heißt, wir können keine Haare mehr kämmen hier. Der sind die auch doof. So. Fettis. Wollt ihr mal sehen? Zeig ich euch mal. Schaut mal, also ich zeige sie euch am Ende nochmal komplett. Alle. Oh, ich finde das richtig süß, oder? Die Snuckel, die sieht ja richtig groß aus. Er ist auch groß, oder? So. Jetzt ziehen wir auch mal aus. Socken aus. Zack, zack, zack. Socken wieder an. Du hast keine Füße an deinem Strampler, glaube ich sogar. Lennox hatte Füße dran. Aber bei den Babys ziehe ich sowieso die Socken immer unter die, auch wenn die Strampler zum Beispiel Füße haben, ziehe ich die Socken immer trotzdem drunter als oben drüber. Ich finde es einfach schöner, weil das sieht irgendwie besser aus, wenn da so riesen Socken drum sind. Das ist manchmal auch sehr süß. Ich glaube, ich brauche einen kurzen Body für Jaden. Hab ich einen hier? Ich glaube, ich habe sogar einen hier. Wir haben einen hier. Sehr gut.
Er hat seine Stoffwindel immer noch an. Also er hat immer seine Stoffwindel an. Windel können wir auch nicht mehr wechseln. Also bei Jaden wechseln wir sowieso nicht, aber bei den anderen. Weil auch die Sachen sind schon alle weg. Ist auch sehr doof, aber seine Haare müssen wir auch unbedingt kämmen. Guckt euch das an. Wie gerade aus dem Bett gekommen. So, so mal richten. Zack, zack, zack. Body. Zack, zack, zack. So, Pulli. Also, er bekommt dann diesen Pulli an, der hat auch so Patches hier dran. Ich finde den richtig schön. Das ist ein richtig schönes Petrolblau. In dieser Farbe werde ich auch das Babyzimmer dekorieren. Also, das neue dann. Also, halt so ein bisschen Petrolblau, ja. Das werden wir euch aber alles zeigen, wenn es soweit ist. Eventuell, nee, morgen geht das nicht mehr. Außer vielleicht geht es morgen. Ich glaube, ich frage da nochmal nach. Das mache ich gleich mal, dass wir das eventuell schon morgen machen können. Weil ich habe vorhin schon Farbe für meinen Zimmerbereich gekauft, nämlich schwarz. Also nicht jetzt denken, dass mein Zimmer schwarz wird oder so. Nein, ich möchte so schwarze Akzente setzen wieder. So wie jetzt hier mit der Sido-Schrift. Ich finde es so süß. Dieser Pulli ist so unglaublich schön. ja, er hat keine Füße drin, seht ihr. Ja, und ich sag's mir wie so oft, das mögt ihr nicht. Ich muss es lassen. Oh Gott. Er ist rausgegangen. ja. Also ich möchte halt im Babyzimmer dann so, ich sag die ganze Zeit M, oder? Ich könnte rausflucken. Ich möchte im Babyzimmer so kleine Petrole-Akzente setzen, genau. Was für eine genaue Idee ich habe. Ich habe da nämlich schon komplett Bilder und so von und total die Ideen, was ich da alles mache. Zeige ich euch alles. Also absolut kein Problem, aber das kommt halt noch nicht. Ich möchte es halt jetzt auch einfach noch nicht zeigen. Einfach auch, weil sich das ja vielleicht noch ändern kann. Also es kann ja sein, dass ich mich in einer Woche umentscheide. Nö, das will ich gar nicht. Also, ne. Auch wenn ich die Farbe vielleicht heute Abend kaufe, kann es natürlich trotzdem sein, dass ich mir so denke, nö. Ich ändere das wieder, deswegen möchte ich euch das zeigen, wenn es fertig ist. Natürlich nehme ich euch morgen wieder mit. Morgen sind wir wieder auf der Baustelle. Dann nehme ich euch natürlich mit. Dann werdet ihr sehen, wie das da aussieht. Aber vielleicht entscheide ich mich da um. Aber ihr seht es dann einfach. Deswegen möchte ich es jetzt noch einfach nicht erzählen. Fertig. So. So, hier seht ihr die Mütze von Jaden auf. Auch richtig süß. Und auch die Jacke von Jaden. Aber die hat sie schon öfters an. Ich finde nämlich ihre eine Jacke gar nicht mehr. Ich weiß überhaupt nicht, wo die ist. Ich weiß es echt nicht. Keine Ahnung, wo ich die Kinder getan habe. Ich glaube schon. Nee, einen Karton habe ich da noch nicht gepackt. Das weiß ich ganz genau. Also irgendwie, ich weiß nicht, komisch. Komisch. Also ja, wie gesagt, nehmen wir euch halt morgen wieder mit auf die Baustelle. Dann werdet ihr sehen, was wir morgen alles wieder schaffen. Und ja, dann habt ihr vielleicht schon unseren zweiten Renovierungstag gesehen. Da war jetzt nicht so viel passiert, weil halt meine Familie da war. Also meine andere Familie noch. Und wir auch echt viel zu tun haben. Ich kann da echt kaum filmen, weil wir halt einfach alle arbeiten müssen. So. Aber ich freue mich auf jeden Fall schon richtig, das Kinderzimmer einzurichten, weil das, was ich jetzt geplant habe, wollte ich halt schon vorher mal machen. Also vorher hatte ich ja auch so die Idee, ein bisschen hier zu malen für die Babys. Aber das habe ich dann doch nicht gemacht und deswegen freue ich mich umso mehr, das dann da machen zu können. Ich finde es voll schön, ich finde es total toll, wenn die Babyzimmer so richtig schön eingerichtet sind. Und hier finde ich es immer noch ein bisschen kahl. Erst richtig jetzt ohne Bilder. Es ist sehr kahl hier. Aber das wird alles wieder schön gemacht. So, Body, den bekommt sie halt an, wie gesagt. Diesen Mickey Mouse.
Also der Stoff ist echt richtig, richtig toll. Der kommt, glaube ich, jetzt von C&A. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, weil der ist echt richtig, richtig toll. Und kein Baby hat ihn irgendwie an, weil er immer ganz unten im Schrank liegt. Deswegen habe ich auch überlegt, ich möchte auf jeden Fall einen Kleiderschrank haben für die Kleinen. Und nicht mehr diese Kisten da. Das nervt mich irgendwie, weil. Ja, also mit auf jeden Fall einen Kleiderschrank, weil die Sachen liegen einfach immer ganz unten, die ich halt selten anziehe. Und dann übersehe ich sie einfach und ziehe sie nie an. Und im Kleiderschrank ist alles schön organisiert. Dann werde ich die ganzen Strampler aufhängen und alles, auch so kleine. Meine Kamera ist gerade einfach ausgegangen. Ich bin sehr stolz auf meine Kamera. Nein. Bist du bescheuert, Kamera? So, ja. Also es wird auf jeden Fall einen Kleiderschrank geben. Oder die Babys bekommen halt eine Ecke in meinem Kleiderschrank. Müssen wir halt gucken, wie groß das ist und wie das alles aussieht mit der Planung. Aber es wird auf jeden Fall anders organisiert mit den ganzen Babysachen. Weil mir das einfach so nicht mehr gefällt.